Eigentlich Codierung, wählst du die Bitrate. Die Bitrate entscheidet über die Streaming-Qualität, also Full HD, HD oder 480, 360, 240p. Umso kleiner die Bitrate, umso geringer die Qualität. Ist dein Internet eher schwach, besonders der Upload, solltest du eine geringere Bitrate von etwa 1000 wählen. Hast du ein starkes Internet, dann macht beispielsweise eine Bitrate von 8000 für ein Full HD-Stream Sinn. Übernimm die Einstellungen mit Klick auf Übernehmen und OK und starte das Streaming. Hier dauert es einen kleinen Moment, bis die Daten von YouTube empfangen werden. Der Zustand wechselt in wird gestartet und in wenigen Momenten wird dein Stream an deine Abonnenten übertragen. Hier im Vorschaufenster siehst du, was aktuell gestreamt wird. Du hast eine Übersicht über deine Zuschauer, siehst, wie lange du schon streamst und siehst hier unten Analysedaten. Du kannst erkennen, wie viele Zuschauer dir zusehen und wie viele Nachrichten im Chat geschrieben werden. Du kannst ebenfalls den Stream teilen oder ihn auf der Wiedergabeseite einmal selbst ansehen, um zu überprüfen, ob alles.